Alright, willkommen zurück zu Reactions. Wir reagieren heute auf den guten einen Revinzeit, auf Stamplay, Leute, und eben auf Standard Bob, Leute. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, wir gehen rein und let's go. Oh, Digga, wie geil! Ich Ich bin beeindruckt. Ich bin übertriebener Fan. Ganz, ganz, ganz verrückt. Ganz verrückt. Oh, Digga, wie nice! Nein, no way! No way! Massiver Progress hier im Podcast. Ich würde ganz kurz gerne in Pogwarts wahrscheinlich, Digga, in Pogwarts reinjumpen und einfach mal ein bisschen Progress zeigen, den wir wohl hier haben, neuerdings. Ich kann mich leider gerade nicht mit meinem Elytras bewegen, weil, ich habe keine mehr dann. Hört sie an. Ja, die gebe ich dir gerne. Das heißt, die muss kurz laufen. Ich wollte nur ganz kurz mal mit euch reinschauen, was es bei Proc was Neues gibt, weil Castcraft da eben gesagt hat, es gibt eine Menge neue Sachen. Schauen wir mal ganz kurz rein und dann gehen wir gleich mal in Rust rein. Und morgen werden wir wahrscheinlich einen ausgiebigen Minecraft-Proc-Stream haben, wo wir nochmal eine Menge bauen werden. Cast hat extrem reingehauen. Okay, Leute, dann schauen wir mal ganz kurz rein, was es hier dann so Neues zu erblicken gibt. Sau lost, dass ich mich jetzt hier so drüber bauen muss, weil ich keine Elytren mehr habe. So ist das halt, Digga. So ist das dann. Überlebe ich das? Achtung, ich bin Basti GRG, habt ihr das gesehen? Was für ein krankes Play. Das Haus hier ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall jetzt hier fertig. Die Backstube ist doch schon immer fertig gewesen, oder? War hier nicht auch irgendwie was neu noch? Das Haus hier ist neu, glaube ich, oder? Was haben wir hier? Was ist das? Ja, das ist eine Bar. Die ist neu, oder? Das ist eine Bar. Das ist geil. Das fühle ich doch sehr. Okay, wir haben auf jeden Fall eine neue Bar hier. Was ist das hier? Warum liegt da der Kopf von irgendeinem drauf? Okay, bisschen weirdes Ding. Aber ganz nice. Würde ich mir 10 von 10 an reinsaufen. Gefällt mir. I like, I like, I like. Mhm. So, dann gehen wir mal weiter. Hatte Rotpilz nicht noch ein neues Haus gebaut, oder war das der? War das Haus von Rotpilz? Was ist das? Ach, das ist von Rotpilz. Ach, das ist genau das gewesen. Okay, schau hin das Haus. Dann machen wir das mal, Leute. Oha, Digga, guck mal hier. Einfach der jonglierende Boss. Wie geil. Was sind das für Items? Wie nice. Oh nein, der klaute mir das Geld. Der klaute mir das Geld. Hier ist ein Hütchenspieler. Hey, wie geil. What the fuck? Das ist eine Goldfabrik. Ah, okay. Oh, okay, okay. Okay, die Diebesgilde. Oh, Digga, wie geil. Holy shit, Rotpilz, wie nice. Das ist aber insane. Das sind Diebe, ja. Eine Clubhausgeschichte. Ja, ja, klar. Das ist ziemlich sick. Das gefällt mir sehr gut. Die Decke ist ja mal insane. Oh, Junge, check mal. Stark, Alter. Sehr, 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 sehr geil. Geht zum Crafting Table. Wo ist die Goldfabrik? Wie kommen wir da hin? Okay, das will ich mir gerne. Das will ich mir gerne mal reinziehen. Und da Pogwarts ist die Goldfabrik. Also im hinteren Teil, oder wie? Im hinteren Teil der Stadt? Okay, dann gehen wir da mal hin. Mega stark, Rotpilz. Mega stark. Ich habe auch übertrieben Bock, hier morgen wieder rein zu grinden, to be honest. Ich habe morgen, will ich hier auf jeden Fall wieder reinbauen. Das sehe ich doch auf jeden Fall. Die Stadt fühlt sich wirklich geil. In der Kaserne gibt es auch wohl noch eine Menge neue Sachen. Der Schmied hier von Kunga hat auch echt Progress gemacht. Der ist auf jeden Fall auch ein bisschen weitergekommen. Na, hier müssen wir auf jeden Fall noch die Mauer hinbauen, die so eingetreten ist. Das kommt ja dann noch, ne? Das können wir morgen eigentlich mal machen, oder? Aus dem Tor raus und in den Berg runter. Also ein Höhleneingang. Okay, dann gehen wir da, dann schauen wir erstmal das hier an. Dann schauen wir uns doch das doch erstmal an. Dann gehen wir erstmal zur Goldfabrik, checken die mal aus. Das ist sehr nice, dass ihr hier Bescheid wisst, Leute. Das ist immer krass, wenn man so ein paar Tage weg ist, was hier schon wieder passiert ist. Das finde ich geil, dass die alle noch weiterbauen, obwohl ich gerade ein bisschen rustsüchtig bin. Finde ich das doch sehr, sehr nice und möglich. Das ist doch dann, das müsste doch dann das Ding sein, ne? Oh Junge, da oben ein weißes Haus. Müssen wir morgen auch mal fertig bauen, mashallah. Was haben wir hier? Ist das die Goldfabrik? Das ist die Goldfabrik, oder wie? Hier entsteht die Goldfabrik. Und die funktioniert, oder was? Oder macht die nichts? Also, wer baut die? Macht die irgendwas? Ach, die schiebt das so umher. Oha, wie krass. Okay, das hat Joecraft dann gebaut, ne? Geil. Geiles Ding. I like, I like, I like, I like. Sehr, sehr nice. Stark. Ja, hier ist unser Tunnel, den kennen wir bereits schon. Dann haben wir hier noch, klar, auch eine Sache, die Rotpilz gebaut hat. Mega OP, also wirklich sehr, sehr krass. Haben wir schon alles gesehen hier. Den Drachen mit der unglaublich fetten Höhle. Der ist wirklich auch geisteskrank nice. Okay, also die Höhlenlandschaft hier unten steht also auch langsam. Gefällt mir. Okay, pass auf, dann gehen wir mal ganz kurz illegalerweise hier in den Kanal rein und checken mal kurz hier aus, Alter. Massiver Progress hier in Pogwarts. Massivst geil. Okay. Und Crocodile Andy hat sich Gedanken gemacht um die Form des Schlosses, wie ich sehe. Okay, also. Lasst uns kurz philosophieren und ergründen, was wir hier sehen. Wir sehen hier ein Schloss mit einem Hauptschiff, also ein Haupttor. Dann haben wir hier eine Eingangshalle. Dann haben wir hier die große Halle wie in Hogwarts, ja. Okay, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann ist hier der Rosengarten. I like. Ah, man sieht sogar, was das hier alles ist. Das hat er alles betitelt. Wie nice. Der Treppenturm wohl, ja. Mit einer Gondeltreppe, mit einer so einer Spiraltreppe, Wendeltreppe. Wendeltreppe, Alter. Eine Therme hier unten. Ja, massiv geil. Eine Schwimmhalle. Approved. Absolut approved. Es gibt eine Zeichnung dazu. Ist die im Discord? Ja. Holy shit, Leute. Alter. Gefällt mir. Und hier der Gang zum Magierturm.
Wie krass. Also, ich bin beeindruckt. Ich bin übertriebener Fan. Das ist wirklich insane. Das ist wirklich insane. Das ist Zuckerguss. Zucker, 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 Digga. Wir haben hier vorne das Torhaus. Aha. Direkt im Anschluss haben wir einen Treppenturm. Mhm. Dann kommt hier die Eingangshalle. Ja. Direkt dahinter kommt die große Halle. Ja. Mit obendrauf würde ich sagen Wohngemächern. Ja. Den Turm hier hinten, den kleinen, weiß ich noch nicht ganz, was da so, was man da machen kann. Irgendwas wird man da schon machen können. Ja. Und dann haben wir noch den großen Turm hinten. Erst Treppenturm und oben wahrscheinlich dann der große Turm könnte für mich noch was größer. Wir auch eine kleine Brücke rüber zu den geil Gemächern machen. Hier außen, da gibt es nochmal einen kleinen Gartenbereich. Muss ich mir auch nochmal schauen, wie man den machen kann. Ich könnte mir vorstellen, mit so einem Wandelgang irgendwie. Sag mal alle bei Kroko rein. Idee wie in Klöstern in sich geschlossen. Das heißt so viel wie... Geil, so ein Innenhof. Also da gibt es hier so einen Teil so ein in der Mitte, so ein Innenhof, der ist offen. Ja. Und hier außenrum gibt... Ich weiß absolut, was er meint. Ich weiß absolut, was er meint. Also Kroko ist wirklich ein Tier. Ganz, ganz, ganz verrückt. Ganz verrückt. Okay, Kaserne. Hat sich wohl auch irgendwie noch was getan, Leute. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Hier vorne stehen ja unsere Kollegen, die quasi ein bisschen am Fighten sind und so. Das haben wir schon alles gesehen. Der Innenbereich hier ist soweit auch echt schön geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier hängen überall jetzt die Lampen von der Decke. Das finde ich sehr geil. Was haben wir hier vorne? Oh, hier ist Admirals Office. I see. Okay, hier ist dann quasi der General. Geile Kombi hier, Digga. Schönes Bett hier. Und das natürlich klar. Wenn Krieg ist, wird die Glocke geläutet. Absolut geil. Hier müsste noch so eine große Karte super drin sein irgendwie, ne? Oder vielleicht hier so eine große Karte? Oder warte mal, war nicht irgendwie oben was? Ja, ne? Ah, hier, Leute. Hier. Eine große Stadtkarte, wo hier geplant wird. Finde ich sehr, sehr geil. Oh, Digga, wie nice. Guck mal hier. Alter, die sind am Bankdrücken? Nein. Nein, no way. No way. Leute, checkt ihr das? Warum hat der Admiral seine Hose nicht an? Ich weiß nicht. Das ist insane mit dem Spiegel hier. Das ist ja wirklich verrückt. Das ist ja unglaublich geil gemacht. Digga, also das ist ja kein echter Spiegel, das ist einfach nur nochmal nachgebaut, ne? Oha, okay, Stegi und Sintika hier drinnen, komplett naked. Hier ist ein Schwamm mit einem Stock. Alter, wie geil! Und hier bin ich und guck mich gerade im Spiegel an. Wie nice. Insane. Handtücher haben wir hier auch. Die beiden sitzen da komplett nackt drinnen. Junge, Junge, Junge. Also das hier, das ist wirklich insane. Und auch die Klimmzugstange hier. Sehr, sehr geil. Castcrafter hier am Boxen. Eine kleine Boxbirne hier oben. Bing, 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 bing. Insane. Insane. Die Schlafgemächer hier. Super, super geil. Jetzt müsst ihr noch so ein paar Waffenstände eigentlich hin, ne? Okay, hier oben müssen wir mal den Turm noch bauen. Da hatte Cast später noch, wollte ich eigentlich noch mit Cast noch machen. Das können wir morgen gerne machen, Heiko, wenn du Bock hast. Der macht Klimmzüge. Oh mein Gott, Digga. Ja, okay, I check. Okay, gehen wir nochmal runter. Hat sich unten auch noch was getan? Ich glaube nicht, oder? Ne, unten, das kennen wir bereits schon. Hier haben wir Vive hängen, komplett naked. Ganz weirdes Ding. Vive in dieser Folterkammer. Hier ist dieses andere Ding. Und hier ist jetzt erstmal nichts. Hier wollten wir noch den Gang rausmachen, genau. Der Fluchtgang. Ist das der schon? Ach so, ja, okay. Jetzt, der Geheimgang hier, Leute, ja, das stimmt. Da geht's dann hier raus, oder wie? Oder wie ist das? Oder was sagt ihr? Das neue Haus haben wir schon. Das neue Haus haben wir schon gesehen. Ach so, ja, hier könnte man dann auch raus. Okay, geil. Sehr, also wirklich, sehr, sehr starker Progress. Ich hätte gedacht, ich war jetzt ungefähr 4 Tage, wie sie kein Craft Deck mehr gespielt, aber es hat sich doch nur einiges getan. Ich würde sagen, das schreit ja förmlich dazu, dass wir morgen auf jeden Fall nochmal, oder dann, wenn ihr das Video seht, heute, ich hatte gerade gedacht, ich hätte Elytra, habe ich leider nicht, nochmal definitiv reinschauen in die Olga und im Stream heute nochmal ein bisschen was grinden in Pogba. Schaltet dann auf jeden Fall den Stream ein. Und dann schauen wir uns morgen. Aber den Rest am Morgen haben wir dann auf jeden Fall hoffentlich auch unsere Elytren wieder. Und all in all, Leute, ganz nice Ding. Proud of my team, proud of the guys. Sorry for being not there. Aber ich musste Rust spielen. Und ja, wir sehen uns dann im Stream. Ciao, Leute. Tschüss. Beste Leben. Ja, Nils, du wirst später in meinem auf meiner Creative Map Real-time Voice Changer für Gamers in Content. Wirst du dann im Verlies die alten Leiden, wenn Leute noch nie gesehen. Flieg schneller, ich will auf der Yacht landen. Ganz boy, einfach. Noch nie war jemand so nah an Astro World dran. Leute, ich muss mir da einen Kopf raussuchen, der am besten passt. Ach, hallo. Willkommen zu einem neuen Vorteil-Video, zu einem guten Vorteil-Video. Und zwar, ihr seht es, sieht schon ein bisschen was anders aus, ne? Wir sind wieder in der Vergangenheit. Aktuell habe ich hier mega viel Spaß, Leute, die Vergangenheit auszuchecken und die ganzen Live-Events zu zerstören. Aber wir schauen uns mal an, wie die Live-Events aus diesen zwei, Travis Scott, Doomsday Device, aussehen, wenn man die nicht so anschaut, wie man die anschauen sollte. Weiter weg, von oben, von hinten, Experimente, Mythen und vor allen Dingen, was steckt in dieser Truhe da oben und ganzen nice Experimente reinhauen. Das ist genau das, was ich hier feiere, ne? So experimentelle Sachen, wo man irgendwas ausprobieren kann. Quasi, wie, als ob man das Spiel moddet oder sowas. Ne? Das ist, fühlt sich so ein bisschen an, als ob ich Minecraft modde gerade und ein paar Modpacks installiere.
und deswegen das Ganze ausprobieren kann. Schaut uns an und natürlich, wenn ihr neu dabei seid und wenn ihr euch das Video empfohlen wurde, gerne auf Abo-Button und Glocke, wenn ihr diesen Content feiert und unterstützen möchtet. Auf TikTok lade ich auch aktuell ganz viele Highlights hoch, ne? Und auf dem zweiten Kanal gibt es jetzt auch Hitman 2, nur so nebenbei. In der Videobeschreibung findet ihr die ganzen Links, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal schon mit dem ersten Experiment an. Wie sieht Travis Scott von oben aus? Eines der ersten Mythen, was passiert beim Travis Scott Event, wenn man ganz oben im Himmel ist, während die ganze Planetkugel aufkommt und ich unten auf dem Boden? Konnte man damals nicht machen, ne? Aber Sternhimmel ist da, die Kugel wird immer größer und wir versuchen, da mal gleich hinzufliegen. Das wäre auch schon mal ein Experiment wert, würde ich sagen, oder? Aber erstmal kann die ruhig mal ankommen hier. Und er kommt runter, während ich immer noch in der Luft bin, tatsächlich. Schauen wir mal. Okay, ich verliere meinen Schirm dabei. Okay, wissen wir Bescheid. Aber so ist die Sicht von oben. Das war so geil, ne? So, wir versuchen jetzt mal zu der Kugel zu fliegen. Von einem Ort her ungefähr bei der Starterinsel, ne? Come on. Das sieht so aus, als ob ich gar nicht hinfliege, ne? Aber ich bewege mich. Ich bewege mich tatsächlich. Es sieht nur so aus, als ob ich gar nicht hinkomme. Oh, Boy. Der ist großer Boy. Nice S. Riesen großer Boy. Gegen Galactus kein Problem, ne? Ich bewege mich immer noch. Aber jetzt könnt ihr ungefähr sehen, wie es aussah, als Travis Scott quasi um die Map gelaufen ist. Aber ich glaube, das konnte man auch damals... Hey, wo bist du jetzt hin? Komm mal näher. Wir können einfach nichts machen. Oh Mann, der ist weggeflogen. Dankeschön, Sugar. Kuss. Was passiert, wenn du Geburtstag hast? Im Item-Shop haben wir eine mega coole Kooperation, Leute. Der Predict mit der Hebelschlussfinte und dass wir den Terminator bekommen, ist einfach nur insane. Und wir haben sogar noch die Sarah Connor bekommen. Nicht die Sängerin, sondern natürlich die Hoffnung der Zukunft. Wer die Filme halbwegs gesehen hat und wenn ihr die nicht gesehen habt, unbedingt auschecken. Wenn ihr euch das Pack kauft, schaut nach, ob noch ein Creator-Code drin steht. Würde mich natürlich unterstützen und supporten. Und vor allen Dingen, wenn ihr mir ein kostenloses Geburtstagsgeschenk machen wollt, ne? Ich habe Geburtstag in ein paar Tagen am 25.01. Da werden wir auch natürlich auch einen Geburtstagsstream machen, wo ich auch diverse hier Zuschauerpakete aufmache. Ein paar stehen da schon. Wurden mir schon ein bisschen zugeschickt. Krass. Ne, seid ihr auf jeden Fall eingeladen. Und wenn ihr nichts zuschicken wollt, ist der Creator-Code natürlich ein herzliches, gern gesehener Eintrag. Ihr müsst euch nicht mal was kaufen, aber ich kaufe mir das hier mal. Einmal rein damit. So, from Sarah Wieblow. Kann man zu Astroworld fliegen? Okay, der kommt wieder, der kommt wieder, der kommt wieder. Der kommt wieder, der kommt wieder, der kommt wieder, der kommt wieder, der kommt wieder. Okay. Wir kommen langsam näher. Okay, wir kommen zur Lichtshow-Passage. Wir haben die Starterinsel durchgeflogen. Weiter, weiter, weiter. Mach mal nicht so viel Stress da hinten. Ich bin gerade dabei, Experimente zu machen. Fliege ich noch? Ja, ich fliege noch, ich fliege noch, ich fliege noch. Oh. Oh, Boy, noch nie war jemand so nah an Astroworld dran, wie ich jetzt. Jetzt fliegt er wieder weg. Ey, auf, weg zu fliegen. Bleib hier. Jack, komm zurück. Komm zurück, Mann. Und da hinten macht Travis Scott gerade seine Show. Okay, da ist schon die Grenze. Okay, Astroworld, komm zurück. Oh mein Gott. Habe ich so das Gefühl oder wird es immer weiter weg? Das ist die Grenze. Unsichtbare Wände. Aber wir können hochfliegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Wir sind auf Astroworld, mehr oder weniger. Das war gerade nah dran. Ich sehe nichts mehr. Kannst du mal Licht anmachen, bitte? Da ist Astroworld, Leute. Wir sind auf Astroworld gelandet. Wo ist Travis? Der ist da unten. Okay, der macht immer noch Party. Wir sind doch dran gekommen. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Da ist der Leuchtturm. Wie hoch kann man schwimmen? Jetzt können wir schwimmen. Kommen wir direkt zum nächsten Experiment, Leute. Wie hoch kann man schwimmen? Wo ist Travis? Ah, da ist das ganze Wasser geblubber. Okay. It's lit, Leute. Ist mega lit, ne? Und hier ist immer noch Astroworld. Wir sind ziemlich nah dran, ne? Das Ding ist aber wirklich gewaltig. Es ist riesig. Okay. Wasser hört so langsam auf. Okay. Travis Scott mal von 10.000 Kilometer Entfernung anschauen. Warum auch nicht? Ich gucke das jetzt aus der besten Bühne heraus. So sieht das von außen aus. Oh. Eine neue Welt, dieselben Probleme. Oh, wow, wow, wow. Oh mein Gott, da kriegst du Kopfschmerzen bei, Alter. Bitrate, ja, die Bitrate stirbt gerade. So, und jetzt durch das Universum fliegen. Das habe ich auch schon im Video gezeigt. Okay, ich glaube, ich bin ein bisschen broken gerade. Ich bin ein bisschen broken gerade, oder? Helistic Kick Incoming, aber hallo. Pascal, danke schön für deinen 10. Monat Twitch-Sub. Kuss geht raus. Bald haben wir unseren Jahrestag. Hast du am 25. Geburtstag, ja. Aber die Feier machen wir am 24. wahrscheinlich. So, schwimmen. Schwimmen. Wir schwimmen durch die Map.
Map. Wir schwimmen um die Map. Map. Ich bin irgendwie schief, oder? Ja, ich bin mega schief. Der Astroworld hat gerade eine ganz andere Position. Eigentlich müsste er direkt vor mir sein. Aber der ist seitlich. Und auch Astrojack läuft gerade falsch rum. Ich sehe den nicht mal. Oh, durch den Berg durch mit dem Kopf. Jawohl, alte Map zerstört, Leute. Schmetterling. So, jetzt kommt das Geilste überhaupt. Oh mein Gott, bin ich weit weg. Oh mein Gott, bin ich weit weg. Wir schwimmen einfach mal bis zur Map, Leute. Bin ich? Bin verdammt weit weg. Wir schwimmen jetzt bis zur Map. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wir schwimmen bis zur Map. Erstmal 5 Stunden schwimmen. Oh ja. Eigentlich wollte ich nicht so weit weg sein, dass ich da noch so lange hinschwimmen müsste. Die Kamera ist immer noch schief, ja? Die Kamera ist immer noch schief. Ist noch mega versetzt, aber interessante Ansicht, oder? Wir springen mal zum Doomsday-Device und machen dort mal noch ein paar Mythen und Experimente und allgemein einfach mal anschauen. Die fliegende Truhe. Ein weiteres Experiment bei der ganzen Geschichte, bevor wir Doomsday machen, ist diese mysteriöse Truhe. Ich habe ja schon mehrmals erklärt, das ist ja die 00-Truhe sozusagen. Das ist die Truhe, wohin die Tresorkarten immer gezeigt haben, wenn man zu weit vom Tresor weg war. Dann haben die immer auf den Nullpunkt in der Karte gezeigt. Hat nichts mit dem Zero-Point an sich zu tun. Es ist der technische Nullpunkt, das ist die X-Achse und die Y-Achse. Beide hatten die Werte 0 und da haben sie sich genau da überschnitten, wo diese Truhe ist. Und auf diesem Private Server sieht man diese Truhe auch, warum auch immer, bei dem Spiel selber, gab es da nur einfach einen unsichtbaren Block, aber man kann tatsächlich drauf landen. Man kann die nur leider im Private Server nicht öffnen. Ich würde es mal interessieren. Ich würde es mal wirklich interessieren, falls die mal jemals die Option reinbauen, dass man auch Loot tragen kann oder Waffen oder was auch immer. Okay, aber haben wir ausprobiert, ne? Sonst irgendwas? Doomsday-Event von oben. Einfach mal sehen, was passiert, weil wenn man das Doomsday-Event vom Himmel heraus anguckt. Star Wars Live-Event kann man nicht nachträglich anschauen. Noch nicht. Okay, so sah das vom Himmel aus an. Aus. Der Sturm war fake. Der Sturm bildet sich quasi nur als Kreis um darum, weil man, als das Live-Event war, konntest du halt nicht weiter als dort rausgehen. Deswegen brauchen die gar nicht einen krassen Sturm zu machen. Die haben einfach nur einen Ring gemacht, sozusagen. Hier, auf der Schliche nach den Geheimnissen der Fortnite, Leute. So, und da unten bauen sich gerade die ganzen Silos auf, damit das Doomsday rauskommt. Okay. Ich bin wirklich gespannt, wie das aussieht, wenn wir das von der Luft aus angucken. Ja, so sah es aus, wenn man das Ganze normal angeguckt hat. Aber wir gucken uns das nicht normal an. Wir gucken uns das vom Himmel aus an. Oh boy, das sieht komisch aus. Oh yeah. Let's go. Zack, da ist es explodiert. Und da kommt's raus. Okay, jetzt sehen wir auch den Sturmschild. Den ganzen Sturm zu haben zählt. Und da ist noch der andere große Sturm. Das ist quasi für die zweite Phase. Der hält sich schon mal bereit. So. Unten kommt jetzt die Kugel raus. Da, wo du das Event mit deinem Thumbnail geleakt hast. Jakobs, Entschuldigung. Hatte halt eine gute Idee. Und dann sah das auch genauso aus. Okay. Sieht ein bisschen mickrig aus. Aber da unten ist es. Okay. Putting in the work, 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 putting in the work. Ah, sieht cool aus, oder? Hat was, das Ganze nochmal aus der Luft heraus anzugucken. Oh, der Gleiter wurde deaktiviert. Gute Idee, wir gehen einfach mal hinter den Sturm. So what? Kannst mir gar nichts spielen. Nein, der drückt den gleich weg. Sturm wieder ausgeweitet. Und eines der Dinge, was passiert, wenn man nicht teleportiert wird? Man bleibt auf der Battle Royale Insel. Es wird nur einfach alles schwarz gemacht. Ne? Während man die Geräusche von Jonesy und so weiter hört, die fliegende Truhe ist immer noch da. Aber ansonsten müssen wir jetzt eigentlich teleportiert werden. Aber weiter weg, Sturmschild kaputt. Der Sturm zieht sich zusammen. Ich flieg mal hinter den Sturm. Okay, das sieht komisch aus. Der Sturm erweitert sich genauso dahin, wo ich fliege. Guckt euch mal diesen Tropfen an. Okay. Okay, ich bin mal komplett hinter den Sturm geflogen. Ja, da ist irgendwo das Live-Event jetzt gerade. Ja, läuft an der so, Stelle. So, und nochmal in den Himmel, bitte. So, nochmal von oben. Da ist es. Ah, sieht schon cool aus, ne? Es zieht sich immer enger zusammen. So, und nochmal ausbreiten. Und ein zweites Mal. So sieht das dann von Weitem aus. So habt ihr das Live-Event noch nie gesehen. So habt ihr die alten Live-Events, Leute, noch nie gesehen. Und dann kam das Happy End und alles war vorbei. Um die Wasserzone? Nee, ne? Kam keine Wasserzone, leider. Oh, ich bin immer noch in der Luft. Okay, ich müsste jetzt eigentlich in Jonesys Büro sein, aber ich bin immer noch in der Luft auf der Battle Royale Insel.
Holy moly. Bei mir war da auf der Effekt auf der Switch da. Bei mir auf dem PC nicht. Habe ich nachgeguckt. Und die Wasserzone. Von oben heraus. Ach, Gänsehaut. Dreht auf. Leute, Gänsehaut im Moment, ey. Und der alte Sturm ist auch noch da. Tolle Sturmbrecher, Sturm besiegt, ne? Versuch mal auf der Yacht zu landen. Aber hallo. Oh, die Wasserzone ist weg. Die Wasserzone ist weg, aber auch das ganze Wasser ist weg, oder? Ich glaube, das ganze Wasser ist weg, Leute. Warte mal. Ah, ist wieder da. Okay, hab nichts gesagt. Wasser wieder da. Abbruch. Abbruch. Aber sollen wir... Ja, wir können ja das Event nochmal abspielen und dann, wenn die Wasserzone ist, während man da... Hier, während die ganze Gänsehautmusik ist, versuchen wir oben auf der Yacht zu landen. Auf den Antennen landen. Aber eins können wir ausprobieren. Was passiert, wenn wir auf eines dieser Pönöppel hier landen? Im Live-Event. War keiner so hoch. Aber... Okay. Schade. Kann man auf dem Doomsday landen? Oder was passiert, wenn wir auf der Doomsday-Kugel landen? Also, draufstehen kann man schon mal. Ich kann immer noch meinen Gleiter einsetzen. Und jetzt wird ja die Kugel produziert. Mal gucken, ob das durch uns hindurch geht. Yep. Geht durch uns hindurch, ohne dass wir draufstehen können. Haben wir auch ausprobiert. Krass. Kann man auf der Yacht landen? Okay, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Aber das ist immer ätzend. Wenn man es nicht schafft, muss man komplett alles wiederholen. Da ist er! Ab zur Yacht! Schneller! Flieg schneller! Flieg schneller! Ich will auf der Yacht landen, bevor ich nochmal teleportiert werde. Und... Geil! Einmal durch die Yacht durch. Aber hey, wir haben es geschafft und wir sind in der Wasserzone. Wo ist Flobby? Flobby. Okay, ich kann hier immer noch rumfliegen, Leute. Ich bin... Ey, ein Experiment nach dem anderen. Jetzt waren wir auch noch in der Wasserzone drinnen. Oh mein Gott, wie geil. Oh, ich glaube, das könnte auch ein TikTok-Clip werden. Oder allgemein irgendein Clip oder was auch immer. Könnt ihr klippen. Das sind genau die Experimente, die man machen muss, Leute. Die nice sind. Das ist... Was? Ey, wartet mal kurz. Jemand hat ein Video gemacht, darauf müssen wir... Oh mein Gott, das war zu heftig gewesen. Oh mein Gott, hier ist es, Leute. Und zwar, Leute, Standard-Skill hat jetzt seinen eigenen Skin. Es sind bereits schon andere Skins erschienen, wie für Graf, Travis Scott, Ninja und sogar Luz Ninja. In der letzten Folge habe ich euch ja gezeigt, wie mein Konzept aussehen würde mit Standard-Skill. Das ist der neue Skin. Oh mein Gott, das ist schon krass. Hat der das selber gemacht, oder was? Das sieht schon lustig aus mit der Montclair-Jacke vor allem. Ey, guck mal, hier die Tattoos und so. Voll geil gemacht. Ja, sieht schon wild aus mit der Jacke und so, fühle ich schon, ne? Was sagst du dazu? Der sieht aber voll real aus. Ja, ihr habt richtig gehört. Standard-Skill. Ich befasse mich ja schon seit längerer Zeit mit eigenen Skins. So habe ich schon unzählige Entwürfe. Oha, das hat der alles selber gemacht. Und durch eure Hilfe sogar selbst welche designt. Könnt ihr euch eigentlich noch an den Galactus erinnern? Für den haben wir sogar noch einen zweiten Stil erstellt. Boah, krass, Alter, heftig. Hallo, ich bin Galactus. Nämlich in Kombination mit Wolverine. Warte, Alter, was sind das für Schnitte? Oh mein Gott, das sieht geil aus, oder? Das wäre auch ein lustiger Skin irgendwie. Galactus mit Wolverine. Digga, siehst du das? Katsching, katsching, was ist das, Digga? Katsching, katsching. Hä, ist das wirklich, hat er das irgendwie reingemoddet oder was? Oder ist das fake? Nee, ne? Das hat er reingemoddet. Und sogar mit Venom. Was ist das für ein Skin? Venom. Hä? Hä, wie, was? Was denn? Leckt das? Ist das ein Bug? Oh mein Gott. Das war wirklich richtig nice anzuschauen. Und ich hatte noch eine Menge andere Ideen. Aber Galactus ist inzwischen out. Übrigens, True Story. Ihr habt damals meine Halloween. Oha, der sieht auch krass aus, ey. Der ist sehr kreativ, Alter. Der sieht auch wild aus, der Skin hier. Also, der hier, der sieht schon cool aus, ne? Ja, ist halt schade immer so. Das wäre lustig, wenn die echt so Adidas-Klamotten oder so anhätten, die Skins. Aber da brauchst du halt auch wieder Lizenzen und die Erlaubnis von Adidas und so. Das ist natürlich Halloween-Skins. Boah, der sieht auch krass aus. Extremst gefeiert, wo ich die ganzen Skins zu Zombies umgewandelt habe. Oh mein Gott, diese roten Augen. LOL. Der sieht ja noch heftiger aus als der da. Hohoho.
Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Hä? Ey, das ist ja voll cool. Oh Mann, der passt so gut, Junge. Der passt so gut zum Halloween-Thema. Digga. Oh mein Gott, Mann. Einfach nur herrlich sahen die aus. Und das natürlich nur durch eure Hilfe, denn ihr gebt mir immer richtig gute Tipps in den Kommentaren. Ach ja, und Frau Venom und Frau Panther habe ich auch schon. Venom? Geil. Ach, fuck, aber, Alter, Junge. Ich glaube, ihr wollt Alter, nicht mehr weitere Frauen-Skins sehen. Bro, so eine Skin, sage ich euch ganz ehrlich, die sind irgendwie richtig crazy, aber ich fühle die irgendwie. Weil die einfach, guck mal, die sind so verrückt irgendwie, dass die extrem geil sind irgendwie, oder? Was? Kommen wir jetzt. Überleg mal, man könnte die so kombinaten, so die Skins und alles. Zurück zum Thema des Videos, nämlich den Standard-Skill-Skin. Oh. Und ich kann noch viele weitere YouTuber machen. Das liegt alles in eurer Hand. Ob ihr mich unterstützt und ob ihr die Videos feiert. Ich supporte jetzt. Ich habe vor, mit diesem Skin einige Leute zu pranken. Es ist von mir selbst erstellt, aber das wissen die wenigsten. Und ich bin immer für Überraschungen. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie ich den gemacht habe. Oha. Also ich sag dir ganz ehrlich, das sieht schon wild aus, ne? Das sieht schon cool aus, hat schon was, ne? Aber das Ding ist, Danix, ne? Erstmal Skin, sehr nice. Das Ding ist, ich brauche viel mehr Leuchten. Mein Skin, der muss richtig leuchten, Bro. Mach mir mal einen Skin. Der ist schon geil, Bro, aber da muss irgendwie noch krasser sein. Der muss krasser sein, so, weißt du? Da muss irgendwie irgendwas leuchten. Ich brauche einen Leuchteskin. Bro, der muss sich richtig weiterentwickeln, so, weißt du? Alles muss leuchten. So heftig, so. Das ist ja geil. Überleg mal, der wäre so reaktiv und die Weste würde sich so farblich ändern. Die würde so farblich anfangen zu leuchten. Die Hose würde so leuchten oder so. Boah, das wäre krass oder so. Anderes Cappy oder so noch drauf. Ja, aber cool, Alter. Geil gemacht, ne? Immer für Überraschungen gut. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie ich den gemacht habe. Als erstes brauchen wir natürlich eine Vorlage. So habe ich zwei Bilder genommen und erkannt, er trägt gerne mal ein rotes Jacuzzi. Du hast noch nie Crossout gespielt? Dann ist es jetzt an der Zeit. Crossout ist ein kostenloses Actionspiel, in dem du Kusa-T-Shirt und dazu noch eine Moncler. Ja, die Moncler-Weste ist bei mir Legende. Also das ist, also wer die Moncler-Weste nicht, die Leute, die wissen, ich liebe Moncler. Das ist die einzigste Marke, die ich mir wirklich gönne, obwohl sie extrem teuer ist. Also ich trage ja nicht so Gucci, Mucci trage ich eh nicht. Moncler ist wirklich so die einzige Marke, die ich unnormal feiere. Ne? Das ist wirklich, also davon würde ich mir wirklich fast alles grappen. Also Westen, Jacken und so, habe ich alles von Moncler, feiere ich unnormal. Bin ich extremer Fan von, muss man sagen. Fühle ich einfach. Da brauchte ich nicht lange, musst du nur einmal kurz auf Google schauen. Ja, oder der Bart. Na, ich weiß nicht, der Bart leuchten so, das wäre zu komisch, glaube ich. Das würde zu komisch aussehen. Was für eine Weste das ist. Und da haben wir sie. Als Hose hat er so eine Art Cargo-Hose, ja, würde ich sagen. Da habe ich jetzt einfach... Klar, ich trage nur Cargo-Hosen, Leute. Cargo-Hosen, beste Hosen. Eine einfache Jogginghose genommen. Geil, kriegt passt. Das schließlich auch gerne. Passt, und falsch. Als Schuhe haben wir falsch. Jordans. Ja, falsch. Das sind vielleicht nicht exakt die gleichen Schuhe, die er immer trägt, aber die sehen auf jeden Fall denen ähnlich aus. Seine Kette, das ist natürlich klar. Die muss dabei sein. Und eine goldene... Alter, ist das geil! Hä? Er hat sogar... Goldene Ruhe. Geil! Die hat hinten... Oha! Geil wäre halt auch so Goldkette, ne? Die muss... Das ist hier Silber hier. Muss auch geupdatet werden. Und eine goldene Roli. Seine Cappy hat hinten drauf so ein Lama-Zeichen. Er mag ja schließlich Herr Lama. Das ist geil. Jedenfalls so das ist fett, Bro. Gehört. Und sein Bart wird auch fein lang gemacht, damit genauso aussieht wie auf den Bildern. So haben wir den Skin fertig. Aber einfach hier mit den Tattoo, das wäre so lustig an dir. Aber das würde halt nie in Fortnite reinkommen, so Grand Theft Auto hier sind, aber das wäre geil. Aber ich habe noch einen zweiten Stil. Passt auf. Was darf bei Standard-Skill nicht fehlen? Richtig. Oh mein Gott, überleg mal, der Lambo als Hängegleiter, wie sick das wäre. Oh my goodness, das wäre wild. Der Lambo. Und dazu hat er noch von mir eine Stream-Sniper geschenkt bekommen. Und die Krone, einer von den No-Skins, die darf nicht fehlen. Deswegen hat er die auch. Einfach die Krone, Leute, weil ich der König von Tilted Towers bin. So ein Ding ist das. Aber genug vorgestellt. Jetzt schauen wir mal, wie die anderen auf ihn reagieren. Als erstes nehmen wir den Streamer Lumex und seine Reaktion. Geil, Digga. Also ich sag ehrlich, schon lustig, ne? War, nun ja, cool. Ich will dir heute was Heftiges zeigen. Kennst du diese Icon-Series, zum Beispiel mit Ninja und The Graf, die jetzt rausgekommen sind? Also Fortnite-Skins halt von so YouTubern meinst du jetzt, oder wie? Solche Leute wie Ninja oder so? Richtig. Weißt du, dass Standard-Skill als allergrößter Fortnite-YouTuber auch einen eigenen Skin bekommt?
Ja, du siehst schon so aus, Dennix. Was soll das denn heißen? Glaubst du mir einfach nicht, oder was? Nee, ich glaub dir nicht, Digga. Wahrscheinlich bekommt Standards geeigneten Skin, Digga. Glaub ich dir nicht, bin ich ehrlich. Okay, okay. Dann will ich dir mal... Ja, bin ich leider zu irrelevant, Leute. Da ist die deutsche Community leider zu klein, weil ihr einfach zu wenig guckt. Schmutz, Digga. Weil ihr mich einfach zu wenig guckt. Das ist das Ding. Außer ich müsste halt... ich glaube, Loserfruit hat ja den Skin bekommen. Warte mal. Ich sehe gefühlt fast jedes seiner Videos. Also GTA fühle ich zurzeit irgendwie nicht so hart, weil, ja, irgendwie keine Ahnung. GTA ist bei mir zurzeit nicht so geil und so weiter. Das fühle ich einfach zurzeit nicht so hart. Das ist eben der Grund, weshalb ich momentan überhaupt gar keine GTA-Videos mehr mache, weil ich es einfach zurzeit nicht so hart fühle. Ja. Leute, ja, aber ich denke, mein Hauptrechner wird entweder am Sonntag oder am Montag wieder mit am Start sein. Also ab da an werde ich dann wieder ganz normal auf meinem Kanal, auf meinem Hauptrechner die Videos machen, werde wieder Gameplays folgen, dies, das, Ananas. Aber Leute, zu einer anderen Geschichte noch was, ne? Nils meinte heute, also ich habe ja auch der Switch Fortnite auch installiert und habe mich mit meinem Account gestern Abend angemeldet darüber und spiele seit gestern auf meinem Account, auf meinem ganz normalen Standard-Account. Diesen Account, ich werde mir auch keinen zweiten Account machen, weil ganz einfach, das ist mein Haupt-Account, den habe ich schon seit damals und ganz ehrlich, das ist auch der einzige Account, den ich von Fortnite brauche. Zu was soll ich mir noch meinen zweiten Account machen, Digi? Brauche ich nicht. Juckt mich auch nicht, Alter. Wenn die alle ihren zweiten Account haben wollen, dann sollen die ihren zweiten Account doch haben, Alter. Ist mir doch scheißegal. Es juckt mich nicht, Leute. Ich kann auch auf dem iPad Fortnite zocken, das ist mir egal. Hängt zwar in der Season 3 fest, aber Hauptsache ich kann zocken. Ist doch egal. Juckt doch niemanden. Weil alle tun da so richtig Hackmeck schieben, alle, Gott, du zockst ja auf deinem, nur auf deinem ersten Account Fortnite und so weiter. Warum hast du hier nicht einen zweiten Account? Wäre doch viel geiler. Das Ding ist, Leute, mein Hauptaccount hat halt alle Skins, die ich mir bis jetzt geholt habe. Schließlich ist es auch mein einziger Account, den ich sozusagen zum Fortnite-Spielen brauche. Ein zweiter Account wäre irrelevant. Ich würde wahrscheinlich gefühlt eh nur auf dem zweiten Account, auf dem ersten Account online sein, also auf meinem Hauptaccount. Und meinen zweiten Account würde ich gar nicht benutzen, ganz einfach, weil ich einfach nur auf meinem Hauptaccount zocken will und sonst auch nichts. Ist einfach ganz irrelevant. Nils zum Beispiel hat sich einen zweiten Account gemacht. Und was macht er damit? Ja, er zockt gerade im Moment mehr mit seinem Hauptaccount, aber auch halt, und zuzockt auch im zweiten Account. Den hat er eben auch für seine Schwester vorgesehen, weil seine Schwester jetzt auch scheinbar Fortnite zocken will. Sie hat einmal gespielt und jetzt spielt sie eben die letzte Zeit nicht mehr. Weshalb und warum? Keine Ahnung. Muss sie ja wissen. Weiß ich ja nicht, warum die nicht mehr zockt. Aber auf jeden Fall, Leute, ich spiele ja ganz normal Deathrun auch auf Tastatur und so weiter und bin eigentlich gefühlt auch besser als Nils dort. Auf Tastatur und so weiter. Wisst ihr, nur weil ich heute auf Controller gespielt habe und dann halt im Deathrun reingeschissen habe, weil ich mit Controller nicht so ganz klarkomme, weil ich das eigentlich sozusagen, außer bei Rocket League, nicht so fühle, mit Controller zu spielen, weil ich eher so Tastatur gewohnt bin. Damals, als ich ja angefangen habe zu zocken, war es zwar eine Zeit lang mit Controller gewesen, aber dann später, als ich auf Tastatur gewechselt bin, habe ich mich auf der Tastatur eben wohler gefühlt. Wie sagt man, man soll immer auf das spielen, auf was man sich auch am wohlsten fühlt. Und das ist eben meine Tastatur und meine Maus. Jetzt nichts gegen Controller-Spieler. Ich meine, Controller-Spieler sind auch echt krank, wenn es darum geht. Aber für mich ist einfach die Tastatur das Ein und Alles bei mir. Also Controller, no joke, geht bei mir überhaupt nicht. Ich habe es heute auch beim Spielen gemerkt und so weiter. Ich kacke hart rein beim Spielen. Und ja. Ich werde zwar noch weiter zocken, bis wir den PC endlich wieder ready haben. Natürlich auf meinem Hauptaccount auf der Switch werde ich noch weiter spielen. Aber ja, Nils, Digga, du selber, du zockst auch auf Switch. Nicht auf Switch, was laber ich. Du zockst selber auf PlayStation. Und das Ding ist, du fühlst dich auf PlayStation wohl und mit deinem Controller. Ich fühle mich eben auf Maus und Tastatur wohler. Und du brauchst hier nicht etwas flexen, nur weil du mich heute im Deathrun überholt hast, Diggi. Nur weil ich auf Controller spiele. Jeder aus meiner Community weiß, dass es mir schwerfällt, mit Controller zu spielen. Weil ich es einfach nicht kann. Weil es mir zu schwerfällt, auf Controller zu spielen. Das ist genauso wie mit Jeremy. Er kann es zur Hälfte und zur Hälfte kann er es aber auch nicht.
Und ganz ehrlich, du brauchst nicht flexen damit, dass du besser bist als ich, auch selbst wenn ich auf Maus und Tastatur spiele. Es ist keine Ausrede, das ist kein gar nichts, Digga, es ist einfach die Realität. Ich bin auf Maus und Tastatur eben besser als auf Controller. Und ich werde auch nie besser auf Controller sein, außer ich würde die ganze Zeit 24/7 mit Controller zocken und vielleicht meine Einstellung so einstellen, wie ich das haben will. Tue ich ja auch, aber ganz ehrlich, ich könnte nicht auf der Switch zocken. Ganz einfach, weil es für mich ungewohnt ist, mit diesen Paddles darum zu spielen und so weiter. Außer wenn ich mal vielleicht ein Bank Rocket League zocke. Da bin ich es von dem einen Controller, wo ich da habe, ja gewohnt. Aber auf der Switch, da bin ich das halt nicht gewohnt. Ich kann das auch nicht ändern. Ganz einfach, weil es so ist. Und du meinst hier, du bist direkt der Deathrun-König und denkst dir, du wärst der Größte, weißt du? Das ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss, du bist selber schuld, dass du die Freundschaft mit mir versaut hast. Deswegen habe ich dich vorher auch in der Runde gestummt, als wir im Creative-Modus waren mit Jeremy zusammen. Deswegen habe ich dich auch gestummt, weil du mir einfach auf den Piss gegangen bist. Und weißt du, wenn du es einfach nicht einsehen willst, die ganze Zeit diese Scheiße zu lassen, dauernd zu flexen, weißt du, da weiß ich gar nicht mehr, was du überhaupt noch von mir willst, Alter. Du willst die ganze Zeit nur flexen, nur weil ich jetzt gerade die ganze Zeit auf Controller spiele. Du ziehst mich runter, ich kann nichts dagegen sagen, ich kann nur Jeremy manche Sachen schreiben, was ich davon halte und so weiter und gut ist es. Weißt du, du merkst gar nicht, wie intolerant du bist mit deiner Scheißart da, Alter. Weißt du, und deswegen sage ich auch, nee, Digga, du darfst jetzt die nächste Zeit einfach selber klarkommen, ganz einfach, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe. Es tut mir leid, Leute, es tut mir leid, Community, dass ich jetzt so gegen ihn schießen muss, aber auch wenn er mein Bildersteller ist, auch wenn er selber mein bester Freund ist, trotzdem, irgendwann hört's auch auf. Es tut mir wirklich leid an alle, die jetzt denken, warum ich mich jetzt mit ihm hier im Video streiten muss, aber ich wollte diesen Punkt nur einmal ansprechen, weil mich das halt nervt. Ich habe nämlich am Tag genug zu tun. Ich habe unter anderem meine Wohnung da unten, die fertig werden muss. Ich tue für euch hier gleichzeitig noch Videos drehen in meiner Freizeit. Dann muss ich noch unter der Woche immer wieder arbeiten hier, daheim, Homeschooling. Ihr wisst schon, Bilder malen oder, keine Ahnung, die ganzen Arbeitsblätter, wo wir kriegen, bearbeiten. Oder halt die Sachen, wo wir bekommen, halt dann bearbeiten, wenn ich alles fertig habe soweit. Und dann kriege ich wieder was Neues. Das dann auch wieder bearbeiten. Und ja, ich habe auch noch meinen Austragejob, um den ich mich kümmern muss. Dann noch meinen Rechner, der jetzt eben noch fertiggestellt werden muss, jetzt morgen. Und über die Tage dann wieder eingerichtet wird und so weiter. Und ja, wahrscheinlich auch noch weitere Sachen, die mich jetzt die nächsten Tage erwarten werden. Also, sorry, Digga, ich habe momentan halt echt gut was zu tun. Und wenn du nicht damit leben kannst, dass ich eben in meiner Freizeit viel zu tun habe, oder nicht damit leben kannst, dass, keine Ahnung, jeder ist in seinem Bereich gut. Ich bin in Deathruns auf Maus und Tastatur gut und du bist halt eben im Bauen besser als ich. Dann ist es halt so. Ich gebe es offen zu hier jetzt. Nur damit du dich dann wieder fühlen kannst, weißt du? Und die ganze Zeit hier irgendeinen Scheiß erzählen kannst. Weißt du, als ob dir die ganze scheiß Welt gehört, als ob du hier der Mongral 2.0 wärst. So führst du dich auf. Das wollte ich dir jetzt einfach mal zum Schein mitkriegen. Also Leute, empfiehlt ihm dieses Video, damit er mal sieht, was ich von dieser ganzen Systematik halte. Ich wollte dieses Thema nur noch mal anreden, was ich davon halte, von dieser ganzen Sache und so weiter. Und mehr auch nicht. Ich werde das Thema jetzt auch ruhen lassen, weil ich keine Lust habe, mich weiter damit auseinanderzusetzen, weil einfach meine Zeit kostbar ist und ich keine Lust habe, es wegen so einem Scheiß aufs Spiel zu setzen. Ganz einfach. Und da kann jeder mich nachvollziehen, denke ich. Deswegen. Ja, aber auf jeden Fall, kommen wir wieder zum eigentlichen Thema zurück. Standi, sorry an dich an der Stelle, dass du deinen Skin nicht kriegst. Loser Fruit und die anderen sind schon wirklich was Besonderes, muss ich sagen. Wie Ninja, also das sind wirklich Leute, die beziehen ja nicht nur von der deutschen Community sozusagen, die beziehen sich ja auch auf das Internationale. Deswegen, ja, ist es etwas schwierig. Ja. Aber eigentlich gucken die Leute ihn auch international zu, also vielleicht besteht ja in der Zukunft mal die Möglichkeit, dass er seinen eigenen Skin kriegt.
Würde ich ihm auch gönnen, von Herzen, würde ich ganz ehrlich sagen. Weil Dings arbeitet bei Epic Games, ne? Das glaube ich, der Vater von Loserfruit arbeitet bei Epic Games, ne? Deswegen hat Loserfruit einen Skin bekommen. Weil die ist ja in Anführungsstrichen auch nicht so groß. Also was heißt so groß, aber reichweitentechnisch war die ja nicht so ultra übertrieben krass gewesen, dass jetzt, ja, die Community guckt einfach zu wenig, das ist das Problem. Was soll man da sagen, Bro? Was soll ich denn jetzt hier sagen? Also da muss ich euch auch nicht hier irgendwie was vorlügen, ihr guckt einfach zu wenig. Schade, wenn wir auf jedes Video diese 2 Millionen Klicks hätten, dann könnten wir nochmal drüber reden, ja, aber weiß nicht, einfach zu inaktiv. Eine Discord-Aufnahme zeigen, okay? Komm mal zu mir, komm mal ganz kurz zu mir. Achso, du willst mir das jetzt zeigen bei Discord, ja, warte. Ja, genau, ich zeig dir das jetzt einmal ganz kurz. Okay. Siehst du erstmal diesen Spind hier? Ja, ich sehe den Spind. Und siehst du den Skin? Oh nein! Du Zuschauerzahlen liegen am... Hey, was? Komm, weg mit der Schmutzwerbung. Content! Ja, gut. Ja, das ist er. Oh, der sieht ja richtig krank aus, Digga. Ja, ich drehe ihn ein bisschen. Guck mal, schau dir das mal an. Ey, Digga, der ist krank. Wo hast du den her, Digga? Ja, ich hab den einfach bekommen. Ich weiß auch nicht wie. Und guck mal ganz kurz in der Lobby. Ja, ich komm. Oha! Okay, jetzt schau. Das ist schon wild, ne? Das feier ich schon. Schade, dass das nicht so... Man kann ja, glaube ich, mit Dateien oder so, kann man das ja reinmodden quasi. Ne? Und schade, dass das nicht erlaubt ist. Ich glaube, dann wird es gebannt, so, wenn er damit zockt. So, ne? Ich glaube, er könnte theoretisch wahrscheinlich auch damit zocken oder so. Oder wie hast du es gemacht? Sieht mal krank aus, Alter. Wie gesagt, ich habe den einfach bekommen. Ich weiß auch nicht bis heute, wie ich den bekommen habe. Richtig geil, oder? Aber du weißt, ich spiele den nicht in-game, weil du weißt, was jetzt an ihn macht. Aber ich habe einen Screenshot von in-game gemacht. Also, ich habe ein Video gemacht von in-game. Schau dir mal dieses Video an, wie er in-game aussieht. Digga, was ist das für ein Skin? Das ist doch kein Wunder-Skin. Das ist eine Maschine, dieser Skin. Einfach kein Mensch mehr Maschine, man kennt. Zu wild, ne? Zu wild. Ey, aber komm, wir müssen jetzt hier... Geil, Mann. Geil. Das hier, SU? Ey, Leute, tut mir einen Gefallen. Checkt auf jeden Fall den guten alten Denex ab. Da lasse ich auf jeden Fall auch mal ein Abo da, Alter, und ein Like hier. Das hat mir echt gut gefallen. Sehr, sehr nices Video. Also, Denex, nächster Auftrag, wenn du das hier sehen solltest, ja? Sehr nices Video, aber ich will eine Verbesserung. Eine Verbesserung muss sein. Leuchten. Ich brauche Leuchten. Der Skin muss leuchten. So ein Ding ist das, ja? Das muss richtig hier leuchten. Irgendwas Krasses noch rein. Hier, das muss richtig Funkelmunkel machen. So richtig blink, leuchten, überall leuchten. Ich brauche mehr Leuchten. Ganz klare Geschichte. Deal, echt. Brauchen wir nicht drüber reden. Geil. Schönes Video, Leute. Tut mir wirklich gefallen. Checkt mal den Denex ab. Grüßt ihn mal gerne von mir. Cool. Habe ich echt gefeiert. Habe ich schon lange auf so ein Video mal gewartet von jemandem. Der Paul Berger hat es endlich mal gemacht. Freut mich. Danke, Bro. Ja, Leute, an der Stelle bin ich jetzt auch raus, ne? Ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute. Würde mich freuen. Und gerne auch einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ich lese mir die Kommentare immer gerne durch, ne? Und ja, Nils, ich hab's dir schon gesagt, ja. Das ist alles jetzt nur passiert, weil du selber drauf rumreiten musstest. Also die Strafe von mir jetzt aus ist sozusagen verdient, weil du die ganze Zeit so ein Hackmeck machst, Alter. Ich hätte mir das nochmal anders überlegt, wenn du korrekt gewesen wärst und die ganze Zeit nicht so einen Scheiß gebaut hättest. Aber Bro, wie soll man sagen, in diesem Punkt hast du einfach komplett übertrieben. Ich fand es einfach nicht geil von dir gewesen. Es ist auch so eine richtige Schmutzaktion, was du da eigentlich gerade abziehst. Ich weiß, dass es dir im Moment nicht gut geht, dass es dir später auch nicht gut gehen wird und du die nächste Zeit wahrscheinlich richtig down sein wirst. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber in dem Punkt hast du einfach übertrieben. Deswegen, ich lasse dich jetzt mit deinen Sorgen erstmal alleine. Du kannst sehen, wie du da klarkommst, Bro. Wie schon gesagt, das ist jetzt von mir aus deine Strafe. Weil ganz einfach, ich auch mal will, dass du manche Dinge kapierst und endlich mal lernst, was eigentlich richtig Sache ist. Weil auch er selber wird nicht mehr lange dauern, dann wird er früher oder später auch ins Berufsleben eintauchen. Und wenn er da immer noch nicht kapiert, was los ist, Leute, dann, ja, wird er sehen, was dann später er davon hat und wie hart das Leben mit einem spielen kann, ne? Ja, auf jeden Fall, Leute, ich wünsche euch allen heute noch einen schönen Tag. Genießt das Wochenende natürlich und bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss.